So, jetzt bin ich bei Lidl und habe noch eins von diesen Pistazienzaubern entdeckt. Eventuell finden wir gleich noch eins. Damit fange ich jetzt mal das Eissortiment hier an, auch toll. Dann haben sie ja immer so ein paar Sondersorten, die gerade zu irgendeiner Aktion gehören. Das war jetzt die Italiamo-Edition. Da gibt es Sahne Tiramisu, Amarena in Cream, Zabaglione Walnuss, Limette Himbeer bei uns. Noch ein bisschen von der Eigenmarke, Gelatelli Eiskonfekt. Dieses Abeis habe ich auch schon mal gehabt. Auch so Mischpackungen, Hexenkerze. Dieses Baileys-Eis, was es ja im Moment jetzt mittlerweile in allen Supermärkten irgendwie gibt, als Stieleis und im Becher. Hat keine Stückchen, deswegen hatte ich das noch nie. Ganz viel Eigenmarken, Spaghetti Amarena, Classic Mix, also Mini-Magnums quasi von der Eigenmarke, dann die normalen Magnums von der Eigenmarke, Schoko Crisp, Mandel Classic, hier nochmal die Mini-Mandels, eine Art Cornetto von der Eigenmarke, Fürst Pückler, Sorbets, Moskauer Schnitte, also eigentlich alles, was es auch sonst so gibt, in nicht so fancy Varianten von der Eigenmarke, Macarons, hier ein paar Magnums und dann großes Eis eben in der Packung. Hier mal Preise, dass ihr so eine Idee habt. Und dann kommen hier eben diese Ben & Jerry's und Häagen-Dazs Fakes. Das hier die Häagen-Dazs Fakes. Das hier die Ben & Jerry's Fakes. So ungefähr. Kosten 2,49 bei mir. Ich weiß, bei manchen kosten sie 1,99, ihr Glücklichen. Nublissima, finde ich, sieht auch immer sehr lecker aus, wenn es nur nicht so luftig wäre. Kostet hier 1,59. Und Cremissimo gibt es auch eigentlich immer. Manchmal ist es im Angebot, jetzt gerade nicht. Das war's. So, ich bin bei Netto und die Eigenmarke ist ziemlich ausgebombt. Nur noch Choco Crumble und Crunchy Almond. Und zwar, das ist die Eigenmarke von den Ben & Jerry's Fakes hier. Und dann gibt's noch Oreo, Dime und Milka. Immer diese drei Sorten. Leider das Brownies & Berries überhaupt nicht mehr. Das hatten die vor ein paar Jahren mal. Naja. Dann diese kleinen Becher hier. Einmal Vanille und einmal Fürst Pückler mit 500 Millilitern. Ist so ein Lufteis wie Cremissimo, genauso wie alle anderen hier. Einmal dieser riesen 2,5 Liter Pott fürs Pückler und auch wieder Vanille. Amarena Kirsch gibt es noch, aber dann kleinere Becher, Stracciatella, Walnuss, Erdbeer und so weiter. Hier nochmal Romanza, das ist noch mehr in Richtung, ja quasi Fake Cremissimo. Sorry, dass ich immer Fake sage. Cremissimo haben sie auch manchmal. Das ist jetzt wahrscheinlich noch übrig, weil es mal im Angebot war. Dann auch so kleine Becherchen hier. Hier ist ganz viel Magnum, ein bisschen Mövenpick, wieder Mini-Magnums von der Eigenmarke, normale Magnums, Magnum wieder von der Eigenmarke, in zwei Varianten, da hinten Eiszapfen, Sandwich-Eis, Moskauer Art, aber auch von der Eigenmarke, Ice Fantasy heißt die hier. Die Eiszapfen sind von Eisbär und dann hier auch nochmal als Sandwich. Wieder diese Waffelhörnchen von der Eigenmarke in klein als Cookie. Sieht lecker aus als normal. Und ja, hier mit Vanille Haselnuss. Dann hier nochmal so Eisbecherchen, der UFO und Spaghetti. Sandwich Eis haben sie jetzt mittlerweile auch in Richtung Witches und Vienetta. Oh, da kommt doch noch was an. Magnum im Becher, einiges sogar. Und sie haben Cremissimo, das Schokokokos, was ich hier immer noch nicht hatte. Schreibt mal drunter, ob das gut ist. Bitte, ist es gut? Kali Kugelblitz, wilde Weltraumfahrt. Kaktus quasi als Fake, aber hier eben nicht als Kaktus, sondern als Rakete gedacht. Das Kindereis haben sie hier gerade im Angebot für 2,99. Nee, 3,79. Das Sandwich ist 2,99. Und sie haben tatsächlich die Son of a Witches und Ben & Jerry's. Aber nur Chocolate Fudge Brownie, also die beiden. Dafür sind auch Schilder dran. Dann haben sie auch ein Skier-Eis, aber am Stiel. Sie haben es auch in Pötten, aber hier jetzt gerade nicht. Doch, da ist es genau. Da sind die ganzen Discounter ja dieses Jahr mit rausgekommen. Solero, Twister und diese ganzen, die Dinger hier. Für 2,09 € jetzt hier. Oreo, Milka und Toblerone. Ja, und KitKat. Also eigentlich gar nicht so eine schlechte Auswahl. Was haltet ihr von diesem KitKat? Habt ihr das schon probiert? Wie ist das? Genau, das war's aber auch. Und so viel dazu.
So, ich bin bei Netto und zwar der schwarz-gelbe mit dem Scotty und das ist sehr mau. Das ist alles, was sie haben. Einmal Ice Cream Dessert Cups. Vier verschiedene kleine Becherchen. Dann haben sie immer so ein bisschen von diesen Oreo Milkas, manchmal Dime, aber das war's. Hexkerze von der Eigenmarke Gelato Classico, Eiszapfen Vanille einfach nur. Aber natürlich haben sie ganz klassisch einfach nur eine Magnum. Ja, von der Eigenmarke. Dann haben sie aber auch Magnum White von der richtigen Marke. Hier nochmal so eine Art Eissticks, einfach nur 20er Pack, richtig groß. Nochmal die Eiszapfen. Auch wieder so eine Art Kaktuseis fürs Pückler natürlich. Diese Mini-Frucht ummantelten Vanilleeis-Dinger. Hexenkerze, Hexenbecher von der Eigenmarke hier. Oh, diese Form von Eisbecher gibt es ganz selten nur noch, aber die gab es früher so oft. Kennt ihr die noch? Stracciatella, Schoko, Vanille. Dann hier so Cups, so ein Plastikbecher. Eine Riesenpackung Vanilleeis für 5,49. Weil original italienisch oder was? Keine Ahnung. Hier so eine, also hier das richtige Cremissimo. Diese Sorten gibt es noch für 3,29, also gerade nicht im Angebot. Und dann von der Eigenmarke für 1,59 nochmal sowas. Bananasplit, Kokos und ja, ich glaube, das war's. Das war schon alles hier bei Netto. Kleineis hatten sie jetzt gerade im Abverkauf, haben sie nicht mehr. Im Sommer haben sie auch immer noch Kleineis. So ihr Lieben, bei meinem Penny ist es leider ein bisschen laut, aber egal. Es gibt das Magnum Praliné als einziges hier in dieser ganzen Truhe. Das wollte ich euch kurz zeigen für 1,95. Dann gibt es hier von der Eigenmarke Rios Bourbon Vanille, Stracciatella fürs Pückler und Schokolade. Und auch wieder in Richtung Cremissimo, da sind sie nämlich. Auch 3,29, wenn nicht im Angebot. Zwei, und zwar Nocciolata und Banana Split. Dann einen großen, günstigen Becher Vanille-Eiscreme, Eisbär. Hier sind eben die Cremissimos, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Und die Ben & Jerry's, die sind seit diesem Jahr jetzt auch standardmäßig hier im Sortiment. Cookie Dough und Half-Baked. Mit Half-Baked eine sehr gute Entscheidung getroffen, finde ich. 5,99. Und aber hier Mike Mitchell's, die Eigenmarke. Und zwar Chocolate and Biscuits und Pecan Caramel. Und eigentlich gibt es noch das Strawberry Cheesecake, aber jetzt gerade anscheinend ausverkauft. Und das ist, ich liebe das so sehr. Ihr kennt mein Video dazu wahrscheinlich. Es ist eins der Eis, die ich wirklich richtig oft kaufe. So, dann haben wir noch Joghurt, Honig, Walnuss und Coffee Cream. Cold Brew Coffee and Cream. Das sind wieder diese kleinen Becherchen, die es ja auch in vielen Supermärkten gibt. Könnt ihr auch mal drunter schreiben, ob euch das interessiert. Auch wieder das KitKat. Kaktus, so eine Mischung hier. Das ist jetzt vom neuen Rios Design. Da gibt es ja auch die Ben & Jerry's Facts, die es jetzt hier leider gerade nicht gibt. Aber da gibt es Cookie Dough und Half-Baked. Quasi auch von der Rios Eigenmarke. Da habe ich das Video auch zum Half-Baked schon gemacht. Schaut es euch gerne mal an. Und ja, Flutschfinger, Magnum, Double Caramel, Mini, Yogurt Raspberry, Nogga. Hier natürlich auch die Kinder, die gibt es jetzt irgendwie gefühlt überall. So eine Riesenpackung Vanille wieder. Und noch Eigenmarkenzeugs. Auch hier Cookie Sandwiches. Eiskonfekt und wieder ein Becher was. Ja, das war Penny. So, jetzt bin ich bei Norma und es gibt Magnum in Raspberry, Classic und Almond. Dann gibt es auch hier diese Gelato Crunches in verschiedensten Varianten. Da müsst ihr echt mal sagen, ob euch das interessieren würde. Das sind die Ben & Jerry's Facts von Norma. Hier in Caramel Sutra heißt hier Caramel Tornado. Double Trouble ist das Half-Baked. Ups, ist meiner Meinung nach das der gleiche Hersteller wie bei Aldi. Oder auch Kaufland. Zumindest von den Werten ist genau das gleiche. Dann gibt es noch Chocolate Brownie und Cookie Dough. Also vier Sorten. Und die kosten auch hier 2,49 und heißen American Ice Cream. Dann gibt es hier auch von der Eigenmarke wieder ganz viel, was ich euch jetzt einfach mal so drüber filme. Ganz großes Magnum Rip-Off wieder. Dann diese Bellissimos, die sind neu, steht da noch drauf. Habe ich schon mal entdeckt vor einiger Zeit. Weiß ich nicht, ob euch das interessieren würde. Ist so eine Art Cremissimo vom Luftverhältnis her.
habe im kleineren Becher mit 400 Millilitern. Dann Milchreiseis mit Zimt. Das gab es ja letztes Jahr schon mal auch bei Netto und so. Kommt jetzt anscheinend im Winter wieder. Auch die haben eine Art Smarties-Eis-Fake, aber mit Schlumpfaufmachung. Ganz lustig. Und die Schlümpfe Funny Cup. Okay, das ist echt lustig. Hier wieder die Eigenmarken-Cornettos, aber auch die richtigen Cornettos. Der Unterschied vom Preis ist 2,99 zu 1,39. Ist natürlich schon ein großer Unterschied. Hier wieder, und Weihnachtseis, Lebkuchengeschmack, Winterzauber. Warum ist das denn im Angebot komisch? Naja, hier wieder so kleines Eis, wirklich runtergesetzt. Eigenmarken, hier das richtige Smarties-Eis. Oh, das sieht ja lecker aus. Dulce, also so eine Art Karamell, Bellissimo. Das ist quasi wie Cornetto. Dann sieht man hier nicht so viel, weil sie anscheinend ihr Brot tief kühlen. Das finde ich ja cool. Die schmeißen es vielleicht nicht weg. Das wäre mega gut. Daim-Eis. Oh, das ist so lecker. Und ja, wieder Eigenmarken. So, hier ist schon Weihnachten ausgebrochen. Ich kenne das von meiner einen Oma. Die hatte zum Beispiel immer dieses Zimtsterneis. Dann gibt es hier Riesenpackungen. Ich bin bei Aldi übrigens. einmal in einer Fruchtvariante und einmal in einer Nicht-Fruchtvariante von Mucki. Das ist hier die Eigenmarke, eine davon. Die andere ist Trader Joe's. Dann haben wir natürlich wieder dieses Fürstpückle-Eis, was es bei ganz vielen Discountern auch gibt. Diese Art Cremissimo Knockoff. auch wieder Banana Split, sehr beliebte Sorte. Crunchy Cups, Erdbeere. Okay, auch noch nie gesehen. Und sie haben ganz viel von diesen ganzen Oreos. Und sie haben mein geliebtes Brownies and Berries. Das finde ich am allerbesten von denen. Sie haben auch ein veganes Soja-Eis, ungefähr so wie das von Rewe, würde ich sagen. Und ganz versteckt und drunter diese Trader Joe's Ben & Jerry's Fakes quasi. Nutlers Schoko, dann gibt es noch Cookie Dough, Double Trouble. Ja, ist jetzt ein bisschen versteckt, aber die findet ihr alle hier. Und auch diese kleinen Becherchen, alles so ein bisschen zusammengehauen. Dann Vanille Karamell in so komischen Cups, wieder so größere Cups nochmal mit Amarena, mit Nuss, keine Ahnung, Italia als Eigenmarke draufgeschrieben. Die Großpackungen hier wieder mit günstigem Lufteis, Walnuss, Bourbon Vanille und Amarena Kirsch. Ein paar Cones und Stieleis, Mucki Milcheis Karamell, das sieht echt gut aus, habt ihr es mal probiert? Und dann hier nochmal so Eiskonfekt, noch ein paar Waffelhörnchen, nochmal Mini-Magnums quasi von der Eigenmarke. Das ist eine Art Nogger, würde ich sagen. Habe ich jetzt als so von, als quasi Fake noch nicht gesehen. Finde ich ganz cool. Also in anderen Discountern meinte ich. Eispause, ein großer Langnese-Mix. Natürlich auch wieder das Fürstpückler-Art Sandwich-Eis, White Label Joghurt-Blaubeere. Das klingt ja richtig gut. Joghurt-Blaubeere. Und dann noch Pink Label Pink Maulbeere, klingt auch gut. Was sie jetzt nicht haben, ist, die haben von dieser, vielleicht ist es vergraben irgendwo da unten, die haben ja auch so eine Art Häagen-Dazs-Fake-Reihe. Da gibt es auch was mit Blaubeere und so. Supreme heißen die genau, da sehe ich jetzt nur so ein paar. Vanilla, Caramel Brownie, ja, dann hier gucke ich so ein Cream. Da gibt es aber jetzt auch ein neues mit Blaubeere. Aber hier nicht. Aber ihr wisst es, ich habe es euch gesagt.